Herzlich willkommen zurück zu Shineless, The Lightning Kingdom mit Samkabika zum Beispiel. Mensch, so, wir gehen mal den kleinen Tunischgut befreien. Wurde es genommen, Alter. Wo ist denn der andere hier? So. Oh, das ist eine kleine Skirube. Was rennt denn hier für Typen rum? Das sind Skelette. Okay, nice. Machen wir noch platt. Was sind die Pfeife? Ah, da so. Okay. Bei nächsten Händler muss ich mir wieder Zeug kaufen, ey. Ich habe nur noch 15 solche Äpfel. Das ist eine Scheiße. Wo geht's denn hier lang? Ah, da wird es rausgehen. Ah, okay. Boah! Mann. Der Typ hat sich ein bisschen erschrocken. Ich muss die Teile so trennen. So, wollen wir mal. Okay, ich dachte, ich muss mehr steuern. Das ist ein bisschen lame. Ich hab echt... Oh, cool. Ich hab fast übersehen. Oh, Wasseraffinität. Geil. Okay, gleich mal gucken. Wasseraffinität. Hier. Alter, ich habe ja schon mehrere. Entfernt den negativen Status benommen. Entfernt den negativen Status vergiftet. Warte kurz. Was habe ich jetzt? Der hat jetzt... Scheiße, was hat er jetzt benommen? Okay, da gebe ich den Vergiften. Erhöht für 5 Sekunden die Wasseraffinität der Verbündeten um 20 Sekunden. Ist das mir egal? Schon mal den hier. Tot, egal. Rock mal den Shit. Ich hätte vielleicht blonken sollen. Mensch. Mein kleiner Poki. Nanamura.
Na komm jetzt hier. Geil. Schlecht gekämpft, aber ist erstmal egal. So, mal kurz hier laden. So. Na komm her. Okay, die halt nichts aus. Gut zu wissen. Ist ja wieder so ein großes Vieh. Oh, cool. Ne? Was ist denn hier lang? Weiß nicht, jetzt wer. Da wird es sogar rausgehen. Neue Technik verfügbar, Iro. Egal, ich mach das platt. Alter, jetzt hauen die aber hier die Technik raus, du. Halt's Maul. Ich hab... Mann, jetzt komm! Kombos hier, Baby. Kombos! 300. Scheiße, ist das viel. Nice. Richtig geiler Scheiß. Hier ist Palast. Da kann ich noch gar nicht rein. Da muss ich ja was machen, wahrscheinlich. Aber gut zu wissen, dass er hier ist. Jetzt haben wir auch noch Platz. Scheiße, benommen. Ich würde gerne so ein Feine probieren, mal so ein Feine. Scheiße, wollte mir nicht wegrollen. Scheiße, ich habe nur 10 Dings. Okay, ich kann es mal abspeichern, wer da sind. Ich habe gerade gesehen, da sind 3 Soldaten. Und ich weiß nicht, was die drauf haben, beziehungsweise was die können. Oder wie viel die ziehen. Deswegen. Ihren. Oh, ihr seid hier schon wieder. Wir laufen uns wohl dauernd über den Weg. Wo auch immer es Ärger gibt, seid ihr nicht weit. Nun ja, dasselbe kann man über dich auch sagen. Wo auch immer wir dunkle Chi finden, bist du nicht weit. Ich glaube nicht an Zufälle. Aber all unsere Abenteuer sind eine Aneinanderreihung von Zufällen. Und jedes Unheil ebenso. Was willst du damit sagen? Nicht vergesst es einfach, ich habe den Hüter der legendären Gruft zu finden. War schön, euch wiederzusehen und mit euch zu plaudern. Wie geht's der Familie? Das Wetter ist mal wieder
Furchtbar, bla 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 bla. Den Hüter, wir haben jemanden schreien gehört. Eine legendäre Gruft. Was ist die legendäre Gruft? Du weißt ziemlich wenig über diesen, über diese Gegend. Die Gruft ist in der letzten Ruhestätte von Königin Arisme. Sie war eine der mutigsten Frauen, die je, die es je kannt. Sie war eine der mutigsten Frauen, die ich je kannte. Ach, ich habe was komplett anderes gelesen. Die ich je kannte. Sie hatte wahrlich kein einfaches Leben. Aber ihr Wirken ist Gendis immer noch präsent. Den Hüter? Den Hüter, wen meinst du damit? Ich glaube kaum, dass dir der Name irgendwas sagt. Er heißt Skolfon. Er ist nicht gerade ein großer Krieger, aber dient mir als Wache, wenn ich unterwegs bin. Eingang zur Festung von Mionis. Wir suchen den Eingang zur Festung von Mionis. Weißt du, wo wir ihn finden können? Ach wirklich, ihr seid offensichtlich ganz besessen von Roten, die niemand etwas angehen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Sag uns einfach, wo der Eingang ist. Nun gut, immerhin habt ihr euch Zirkrum gekümmert. Ja, den hab ich ja schon gefunden. Ist verschlossen. Okay. Tut mir leid. Wir haben gehört, wie jemand im Wald gesungen hat und dann waren da Schreie und dann nichts. Ich habe die Schreie auch gehört und dann. Und auch dann die Beine in die Hand genommen. Dann habe ich zeitweise Gedichte und Bühnenstücke von Skirmen gefunden. Sie lagen überall herum. Könntet ihr mir helfen, ihn zu finden? Annehmen. Wir werden helfen, aber als Gegenleistung möchten wir wissen, wie man die Festung von Mullis gelangen. Wenn ihr darauf besteht, sprechen wir darüber, sobald ihr geholfen habt. Ihr werdet Skolfon finden, wenn ihr die Augen nach Hinweisen aufhaltet. Ich werde die Zwischenzeit den anderen Bewohnern des Waldes befragen. Viel Glück. Ein Gutlinge sind drei. Ey! Der ist aggressiv, der Typ. Oh Mann, was machst du? Alter, wie schnell muss man das eintippen? Das ist ja der Shit. Alter, das ist ja abnormal. Herausforderung gescheitert. Hier wird Gerrig ruhen, er ist noch nicht ins Gras gebissen. Bis dahin, macht euch vom Acker. Offensichtlich hat jemand den Stein verkratzt, damit man die Inschrift nicht lesen kann. Hier friert viel Pfiffrielin, die fitteste, flippigste Flitz. Piperisch und Fanfarenflöten Flieber mit dem flauschigsten ist das etwa ein Zungenbrecher? Flauschigsten Flausch 50 Frühlinge in Folge.
Alter, wer macht denn sowas? Das ist ja der Shit. Okay, der kann schon nicht rein. Sein Spasti, ey. So, machen wir die noch platt. Alter, was ist denn das für eine Scheiße, verdammt? So. Was? Ich drück doch! Du Stück Scheiße! Mann, kotzt mich das an! Da will man mal den... Das ist ein scheiß Ernst, Bro. Da will man mal den Move machen, aber es geht irgendwie nicht. Richtig auf den Sack. Mann. Inmitten des Festes kamen finstere Gäste. Grinsend umklammern sie ihre Klingelfeste. Das Kichern der Krummels brach schallend herein. Der Geburtstag der Prinzessin wird traurig sein. Oh, das Launzettel. Des einsamen Königs entsetzliches Los. Ein Wesen entwuchs ihm. Er ist klein und dann groß. So schön hat's begonnen, das festliche Mahl. Doch dann floh die Slippe mit inneren Qualen. Slippe? Ich habe mir den Zettel übersehen. Sonst würde das jetzt nicht so. Hä, wo ist denn der andere Zettel? Hier muss noch irgendwo ein anderer Zettel liegen. Oder zumindest ein Hinweis. Geh ich halt so weiter. Versteck hinterm Wasserfall, dort ist ein Tor. Aus ihm trat eilig die Königin hervor. Mit ihren Juwelen hat sie Tränen vergossen, seitdem ist das Tor für immer verschlossen. Ah, wir müssen eine Träne oder irgendwas sowas in der Art finden. Lass mich mal in Ruhe, Guys. Oh, wirklich, true story. Was ist?
Ich drück doch, du Stück Scheiße! Ich bin im Feuer. Das ist ja uncool, bitte. Ich hasse den Typen, ey. Herausforderung gescheitert. Du musst Schlangen hier. Nicht ein Zettel. Die einst stolze Königin bewacht dieses Tor. Das Schicksal erwartet, dass ihr steht davor. In dieser Geschichte bleibt etwas geheim. Der böse Verräter muss namenlos sein. Ah, da ist mein Zuhause. Ah, eine wandelnde Erinnerung. Wir müssen vorsichtig sein. Ich habe es lieber, wenn man mich Arius nennt. Habt ihr auf dem Weg hierher nicht das Schild gesehen? Alle Besucher möchten bitte umkehren. Tut mir leid, aber wir haben kein Schild gesehen. Fiatin. Es ist bestimmt wieder umgefallen. Ich habe zu tun, also beeilt euch mit den... Und dann verschwindet ihr. Blätter mit Gedichten. Viren. Wandelnde Erinnerung. Was genau ist eine wandelnde Erinnerung? Sehe ich etwa aus wie eine... Enzyklopädie auf zwei Beinen? Wenn eine... Blutrose keine Wurzeln schlägt und das Chi in ihrer Umgebung nicht rein und gut ist, entsteht eine wandelnde Erinnerung, weißt du? Weißt du das etwa nicht? Wir leben, weil etwas, das nicht abgeschlossen wurde, noch in dieser Welt verblieben ist. Ein unerfüllter Wunsch. Ja, ist gut, ich habe es verstanden. In unserer Heimat gibt es Schweinhörnchen und hier eben Wandererinnerungen. Ich glaube, Wandererinnerungen sind mir fast lieber. Viren. Schon mal den Namen Viren gehört? Viren? Ich wünschte, der Name würde mir nichts sagen. Was meinst du damit? Als ich noch am Leben war, war sie meine Frau und nun hasst sie... Jetzt hasst sie so ziemlich jeden. Das ist ihr gutes Recht, aber die Dinge sind nicht so, wie sie denkt. Wie sind sie denn? Tut mir leid, meine kleine Fellknäule. Aber jedes hat seine Geheimnisse und seine Dinge, die er bedauert. Ich möchte nicht mehr weiterreden. Wir sind Blättern mit Gedichten von jemandem namens Skyphon gefolgt. Sie haben uns genau hierher geführt. Gibt es dafür eine Erklärung? Ich hätte gerne meine Scherze mit euch getrieben und euch haufenweise falsche Hinweise gegeben, aber ich glaube, ihr könnt mir nützlich sein. Genug von diesen Herumgerede, kommt zum Punkt. Immer mit der Ruhe, Großorling. Ja, ich weiß, ich habe Skolfon gefangen, bevor ihr mich in einen Knochenhaufen verwandelt. Bevor ihr mich in einen Knochenhaufen verwandelt, solltet ihr wissen, dass ich meine Gründe hatte. Wir hören. Sagen wir es mal so, ich habe Lebzeiten einige Fehler gemacht. Und ich will sie wieder gut machen. Aber dazu muss ich in die Festung Moes gelangen. Wir auch. Haltet den Maul, Poki. Aber ich, perfekt, ich habe... Das habe ich mir doch gleich gedacht, dass wir... an einen Strang ziehen können.
Wusstet ihr, dass man Königin Arsene Juwel benötigt, um die Festen zu betreten? Ja, ich hab mir sowas gedacht. Und ganz zufällig weiß ich, wo es ist. Und wo ist es? In der Gruft der Königin wird es von der lieben Führerin und ihren Dichter wieder bewacht. Ich habe den Hüter gefangen genommen, aber er weigert sich, den Passwort zu verraten, solange ich ihm nicht seine Gedichte gebracht habe. Ich habe jedoch ein friedfertiges Wesen und werde tun, was er verlangt. Allerdings weiß ich nicht, wo ich noch seine Gedichte suchen soll. Ihr könnt mir ja helfen, schließlich wollt ihr auch in die Festung. Was meint ihr? Annehmen. Abgemacht. Schade, vielleicht hätten wir uns einmal drüber unterhalten sollen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ausgesehen, ich hatte erwartet, dass ihr ablehnt. Viel Glück, wo auch immer ihr suchen werdet. Miriam, sei doch vernünftig. Wage es nicht, auf mich herabzublicken, Arcorus. Ich weiß, dass du es bist. Ja, wir hatten in der Vergangenheit unsere Differenzen und dennoch hier aufzukreuzen und mich von meinen Männern anzuschreien, etwas mehr Respekt von dir bitte, wenn ich bitten darf. Wo ist meine wunderbare, sanfte und nette Miriam geblieben? Sie ist verschwunden vor vielen Zyklen. Armes Vieren. Du bist nichts weiter als eine kleine zornige Totengräberin, die von der Vergangenheit besessen ist. Das sagt der Richtige. Und du denkst immer noch, dass du so etwas wie ein Held bist. Und das, obwohl du schon vor langer Zeit in den Schlund der Dunkelheit gefallen bist. Hüte deine Zunge, Weib. Ich will nicht mit dir streiten. Sag mir, wo es Skirmish steckt und du bist mich für allemal los. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich weiß nicht, wo der arme Hüter ist. Du lügst! Wo sonst sollst du seine Gedichtsammlung herhaben? Na schön. Ich habe ihn vor ein paar Tagen gestohlen. Meine Ohren haben schon geblutet, weil er mir dauernd seine Gedichte anhören musste. Er hat sie durch die ganze Welt gejubelt. Jetzt steht er ohne sie da und habe endlich meine Ruhe. Aber mit seinem Verschwinden habe ich nichts zu tun. Na gut, ich hoffe für dich, dass du mir keine Lügengeschichten auftischst. Und nein, keine Sorge, ich will nicht, dass du mir seinen Tobsuchtsanfall hinterherjagst. Wer auch immer es getan hat, tut mir jetzt schon leid. Ich weiß, dass du ihn ganz schön vermöbeln wirst. Du wirst ihn mit deiner Schaufel vom Meteor schlagen. Das kannst du glauben. So, also der Typ hat die ganze Gedichtssammlung. Okay, gut zu wissen. Aber das sehen wir das natürlich erst im nächsten Part an von... Shadows in the Lightning Kingdom mit seinem Kapikatz und meiner Witchcat. Yeah!